Hallo und willkommen zum fünften Video in der Videoserie über die Zufallsvariablen. Heute geht es bei uns um faire Spiele. Du solltest bereits wissen, was eine Zufallsvariable ist und einen Erwartungswert berechnen können. Und wir schauen uns in diesem Video an, was unter dem Begriff faires Spiel zu verstehen ist und wir bestimmen, ob ein Spiel fair ist. Wir sind beim Kästchen faires Spiel. Bei einem Spiel gibt die Zufallsvariable x den Gewinn nach Abzug vom Einsatz an. Das Spiel heißt fair, wenn der Erwartungswert von x gleich 0 ist. Ist dieses Spiel fair oder nicht? Wir werfen eine faire Münze. Unser Grundraum Omega ist Kopf oder Zahl. Dein Einsatz beträgt 5 Euro. Beim Ergebnis Kopf erhältst du deinen Einsatz und zusätzlich 5 Euro zurück. Beim Ergebnis Zahl verlierst du deinen Einsatz. Die Zufallsvariable x gibt den Gewinn nach Abzug des Einsatzes an. Trage die möglichen Werte von x und ihre Wahrscheinlichkeiten in die Tabelle ein. Nimm dir bitte wieder kurz Zeit, überlege dir, wie du an dieses Beispiel herangehen würdest und versuche, deine Überlegungen in die Tabelle einzufüllen. Wir vergleichen danach anschließend. Gut, was bedeutet das jetzt für uns? 5 Euro ist unser Gewinn. Wir verlieren allerdings 5 Euro, sollten wir verlieren, also minus 5 Euro. Die Wahrscheinlichkeit ist jeweils gleich groß. Ein halbes für unseren Gewinn, ein halbes für unseren Verlust. Das Spiel ist dann fair, wie wir schon oben gehört haben, wenn der Erwartungswert gleich 0 ist. Berechnen wir uns also den Erwartungswert. Der Erwartungswert ist 5 mal ein halbes plus unser Verlust von 5 Euro, also minus 5 mal ein halb. Und es entspricht 0 Euro. Das heißt, dieses Spiel ist fair.